1-2, es hat nicht gelangt für einen Punkt oder für den Sieg. Damütigen Abend für den FCL. Bei mir ist jetzt ein FCL-Spieler, der François Affalter. Ja, François, am Schluss wurde es noch spannend, es hat wenig gefehlt und ihr hättet noch einen Punkt gewonnen heute Abend. Ja, also erste Halbzeit war sehr schwierig, weil die sind kompakt hinten sehr gut gestanden und die haben nur auf Konter gespielt und nach erster Aktion die haben das 1-0 gemacht und wir haben probiert, zweite Halbzeit eine Reaktion zu zeigen. Schade ist das erste Tor, zweite Tor so schnell gekommen und am Ende haben wir eine Reaktion gezeigt mit dem Tor von Bozanic und wir wollten unbedingt den einen Punkt holen. Trotzdem, es hat nicht mehr ganz gereicht. Wie ärgerlich ist jetzt diese Niederlage? Mit einem Sieg wärt ihr jetzt auf Platz 7 gestanden. Ja, ich denke, jetzt ist es Vergangenheit. Wir müssen nach vorne schauen und letztes Heimspiel gegen FC Basel gewinnen. Jetzt kommt Basel. Jetzt habt ihr noch die Chance, vom Tabellenende wegzukommen im letzten Spiel dann. Aber es wird sicher nicht einfacher als heute. Ja, ist klar. Basel ist eine der stärksten Mannschaften in der Schweiz. Und, aber hoffentlich, die werden so hinten nicht kompakt stehen, sondern auch mitspielen. Und wir werden sie auch auf Konter überraschen. Jetzt ist Mittwoch, ihr habt nur noch 3 Tage zum Erholen. Ist das vielleicht ein Nachteil für euch, dass ihr jetzt ein Spiel gehabt habt? Ich sehe es nicht so, weil die ganze Vorrunde, die spielen mit Champions League, auch meistens 10 Spiele mehr auf uns gehabt. Und deshalb sind wir, ich denke, frischer. Und wir werden uns gut erholen und bereit für Samstag sein. Okay, merci François Affalter und dann viel Erfolg gegen Basel. Merci, danke. Soit also der FCL-Verteidiger François Affalter.